herzlich willkommen zu Let's Play Legendary. In der letzten Folge, um es nochmal ganz kurz zu sagen, bin ich ja leider am Ende der Folge gestorben und die Folge war sehr, sehr kurz, dafür entschuldige ich mich auch. Darum möchte ich jetzt hier auf jeden Fall einiges besser machen. Ich habe auch jetzt die Geschwindigkeit hier vom Umschauen generell von der Bewegung, die Geschwindigkeit runtergestellt und ich sehe jetzt hier unten gerade schon mal ein Vieh, das sich festgebackt hat. Kann ich es nicht töten? Ich möchte es gerne töten. Okay, es funktioniert doch. Und deswegen mache ich das am besten gleich mal von hier oben, dass hier so ein paar bestimmte Dinge nicht mehr zum Verhängnis werden. Und diesen blöden Molotow, den werfe ich. Achso, das ist unser Freund diesmal. Okay. Genau. Wie wir jetzt gleich wieder sehen, kommen unsere in Anführungszeichen Freunde. Die könnten uns ja helfen, aber nein, sie machen es nicht. Warum, weiß ich nicht. Und ich hoffe einfach, dass ich diesmal überleben werde, damit es gleich weitergehen kann. Vor allem, die sollten sich eigentlich eher um die Greifvögel kümmern als um uns. Aber nein, nein, wir sind wichtiger. Ich meine, sie können es jetzt eh nicht rückgängig machen. Diese blöde Büchse der Pandora ist eh geöffnet. Oder Box der Pandora, wie auch immer sich das nennt. Ja, ja, sucht mich. Gehört der Polizist, dann erschießen sie den auch. Das interessiert mich jetzt mal. Ich habe auf jeden Fall... Yo, die schießen auf den, der hilft mir. Halt, aus dem Bild, aus dem Bild, aus dem Bild, aus dem Bild, aus dem Bild. Nein, er ist gestorben. Nein. Oh. Wo ist er hin? Wo ist er? Kumpel? Kumpelblase? Wo bist du? Ach, da hinten steht der oder was? Ist mir alles ein bisschen zu heikel hier. Zumindest läuft es diesmal ein bisschen besser. Jawohl, mach es doch so. Komm schon, verrecke. Jawohl, wo ist der andere? Wo ist der andere? Okay, den haben wir auch. Sag mal, lebst du noch? Nein, nicht mehr. Es ist auch ein Hologramm. So, die Munition aufheben. Die können wir sehr gut gebrauchen. Und, okay, da hinten schießen sie noch. Was war das? Achso, so ein Vogel. Wo ist er? Ist er das? Jawohl, Headshot. Huch. Okay, muss ich da jetzt mit rein? Ich muss tatsächlich damit rein. Finde ich hier noch irgendwas, was mir vielleicht... Oh. Nö. Mache die Türe zu, dann sind wir hier sicher. Ja, okay, das wissen wir auch schon, dass diese komischen Fire Drakes... Ich habe die übrigens in der letzten Folge falsch ausgesprochen. Da stand nicht Fire Dragon, sondern Fire Drake. Ich weiß allerdings nicht, was das dann nun übersetzt heißt, aber... Das ist auch erstmal wurscht. Auf jeden Fall hat er das Ding gehackt, ohne es zu berühren. Ey, ey, nein. Oh, da steht's, Fire Drake. Hey, lass den in Ruhe. Was zum... What the fuck? What the fuck? Ich glaube... Der wird immer noch rot angezeigt. Ach.
Du dummes Dreckvieh. Den Viecher muss wirklich der Kopf abgeschlagen werden, ansonsten stehen die immer wieder auf. Jawohl, mach es doch so. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich muss echt sagen, die Axt ist eigentlich mit am besten. Weil... Dann kommt wieder aufgeladen. Kommt da jetzt noch einer? Okay, ich höre jetzt gerade weiter keinen. Oder doch, ich höre einen, glaube ich. Ich bin immer sehr, sehr schreckhaft, was sowas angeht, wenn auf einmal irgendwas hinter mir steht und ich rechne nicht damit. Dann flippe ich immer aus wie so eine Pussy. Und was? Hä? Ja. Okay, es gibt auch Gespenster übrigens. Wie komme ich jetzt? Achso, muss ich jetzt da hochklettern? Hä? Tatsächlich? Nee. Nee, muss ich nicht. Okay, ich höre auf jeden Fall irgendwas. Ich weiß nicht, von wo es kommt. Ja, da oben muss ich hin. Nur wie? Muss ich hier irgendwas drücken vielleicht? Oder kann ich hier vielleicht? Kann ich irgendwas kaputt schlagen? Okay. Wie komme ich jetzt da hoch? Wie komme ich jetzt da hoch? Okay. Muss ich hier vielleicht irgendwo was aktivieren? Vielleicht? Nee, aber... Muss ich vielleicht da lang? Auch nicht. Komme ich hier an irgendeinen PC ran? Nee, die werden einfach nur alle schwarz. Hä? Ich kann doch nicht mal hier diese kleinen Kisten hochspringen. Selbst das funktioniert nicht. Also ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich hin muss. Oder muss ich vielleicht hier hoch irgendwie? Nee, das würde nicht funktionieren. Dann komme ich ja nicht von Säule zu Säule. Also muss ich da lang. Nützt alles nichts. Ist vielleicht irgendwie eine Hilfe drauf? Muss doch irgendwie. Okay, das funktioniert auch nicht. Hä? Okay. Tja. Munition aufheben. Aber wo zum Teufel muss ich hier lang? Der bringt mich auch nicht weiter. Kann ich die Kiste vielleicht verschieben? Nein. Tja, hat der einen Schlüssel vielleicht bei sich? Oder kann ich hier irgendwo drauf springen? Auch nicht. Das wundert mich jetzt eigentlich. Was muss ich denn jetzt hier machen? Okay, wir dürfen hier auf jeden Fall nicht schnell fahren. Rauchen ist hier auch verboten. Tja. Und nun, habt ihr einen Tipp für mich? Ich muss auf jeden Fall irgendwie da hoch. Die Frage ist halt nur, immer noch, wie? Steht da vielleicht irgendwas? Komme ich denn irgendwie hier hoch oder hier drauf, dass ich von oben runterspringen kann? Auch nicht.
Was? Das verstehe ich überhaupt nicht gerade. Tja, und nun? Das war's mit dem Let's Play. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nein. Ach. Mensch, das muss einem noch mal gesagt werden. Aha. Okay. Ja, natürlich. Das wusste ich. Ich wollte euch nur ein bisschen auf der Folter spannen. Das ist ja ein Scheiß. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass sobald ich die Tür aufmache, irgendwas passiert. Na los. Okay, vorerst nichts. Aber es bleibt nicht lange so. Da wir jetzt die Werwölfe einmal schon gesehen haben, werden sie auch ein weiteres Mal kommen. Und ich denke mal, das wird dann wohl hier sein. Wenn ich mir das so anschaue, haben die hier auf jeden Fall schon gewütet. Und wir können uns natürlich nicht hier festhalten. Okay, wunderschön. Was, ja? Okay, 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 okay. Warum? Och. Ihr könnt mir auch helfen. Aber das macht er natürlich nicht. So. Ich bin jetzt mal gespannt. Ihr könnt jetzt mal die Zeit runterzählen, wann ich mich das nächste Mal erschrecke. Ich höre ihn auf jeden Fall schon. Wo ist er? Ach, da unten. Nö. Nö. Der kann klettern. Ich gehe kaputt. Verrecke, verrecke, verrecke. Und in der Luft stehen kann er auch gut. Kopf abschlagen. Okay. Was? Hier liegt überall Pistolenmunition und generell irgendwelche Munition rum. Aber mit der können wir überhaupt nichts anfangen. Weil diese Viecher einfach nur durch Axthiebe sterben. Komm schon, spring mich an, spring mich an. Oh. Oh Mann. Wo ist sein Kopf? Wo ist sein Kopf? Da war sein Kopf. Ich glaube, die... ich glaube, tauchen auch immer wieder auf, solange hier nichts passiert, solange sich hier nichts ändert. Wir müssen irgendwie nach hier drüben kommen. Ich habe immer voll Schiss bei sowas. Ich bin immer voll der Angsthase. Naja. Mal schauen, wo der nächste hängt. Ach, da oben. Was ein Wunder. Hallo? Oh. Nö, nö. In seinen Arsch. Stellt sich nur die Frage, wo ich hier hin muss. Ach, da hoch? Und wie zum Teufel? Ach, warte mal. Aha. Okay, dass ich jetzt allerdings diese
Dinge hier geöffnet haben, gefällt mir überhaupt nicht. Das ist zwar kein Horrorspiel, aber ich führe mich so auf, wie ob es als... Huch. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Na komm schon. Komm schon, Dude. Muss ich ihn jetzt töten oder kann ich es einfach sein lassen? Ich lade erstmal nach. Achso, ich habe nachgeladen. Okay. Okay. Dann steht er jetzt bestimmt wieder auf. Natürlich. Da ist er ja. Dann komm hoch. Du hast keine Chance. So, das war's mit ihm. Und weiter geht's. Wo sind sie denn eigentlich immer rausgekommen? Was habe ich jetzt aktiviert? Ich höre einen Werwolf. Okay, ich höre, ja, einen Werwolf. Fall runter. Ich höre noch einen, kann das sein? Ja, ich höre genau ihn. Der müsste jetzt eigentlich tot sein, denn er steckt im Container. Er müsste tot sein, er steckt im Container. Komm schon, verrecke. Was ist mit ihm los? Nein. Och, Mano. Dann eben nochmal. Kann ich jetzt hier diese Tür öffnen? Nein, geht natürlich nicht. Ach so. Okay, er kann zwar springen, aber er kann nicht weit springen. So ein richtiger Bob ist das. Huch. Och nö. Lasst mich doch einfach nur mal da rüberkommen. Kommt jetzt der Container hier wieder? Jetzt wahrscheinlich, ne? Aber ich höre den nächsten Werwolf. Huch! Was er hier will, habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Lass mich einfach mal machen, ich weiß, was ich tue. Uah, du Dreckvieh! Mann. Laufen da jetzt noch welche unten rum? Oder kommen gleich mit hier hoch? Ich will es ja mal nicht hoffen. Okay, ein Poker. Den kann man nicht kaputt machen. Wir haben hier wieder Munition. Wir haben hier irgendein Sicherheitssystem, mit dem wir die Tür öffnen können. Also den großen roten Button drücken. Und unsere Freunde sind da. Wow! Wir kriegen Besuch. Und die Kamera hat er auch gefunden. Das heißt, wir müssen zurück zu dem Typen, der uns eigentlich nur helfen wollte. Und kommen dann über diese Tür hinaus. Das heißt, denselben Weg müssen wir wahrscheinlich auch wieder zurücknehmen. Denn einen anderen Weg sehe ich jetzt gerade nicht. Oder kommen wir darüber? Nee, das lassen wir lieber. Ich habe da ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ja. Jawohl. Okay. Hoffentlich kommen die Viecher jetzt nicht noch mit hier hoch. Och, ich würde es doch genauso machen. In welche Tür muss ich denn jetzt? Wo zeigt mir denn das Kleine? Ah! Okay, das war ja einfach. So schnell kommen die bestimmt nicht mit. Kann ich die Türen schließen? Schließen? Nein. Okay, dann nämlich.
Button drücken? Nein, Button können wir nicht drücken. Okay. Jetzt sind wir hier und gefangen, oder wie? Weil er zu doof ist, um über die Kisten zu springen. Oder kommt er darüber? Ach, genau. So. Wieder die elektronischen Türen kurz schließen. Dann öffnet sich hier eine weitere Tür. Und ich hoffe mal, dass wir hier natürlich nicht raus sind. Nein. Wo denke ich denn nur hin? Es wird, denke ich mal, gleich weitergehen mit den Werwölfen. Deswegen mache ich jetzt hier nochmal ein kleines Päuschen. Muss mich kurz erholen, weil ich muss erstmal auf Toilette gehen und mich sauber machen, weil ich hier so richtig, richtig schlimm Angstschiss gehabt habe. Und deswegen verabschiede ich mich ganz kurz. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, zur nächsten Folge. Und ich sage, ciao.